Du bist ja auch Gartenbesitzerin. Ist das bei dir eher so ein ganz gepflegter Garten oder hast du eher ein bisschen so das mildere gern im Garten? Der Garten besitzt mich. Also es ist natürlich viel Arbeit, aber wie man sieht, habe ich große Hilfe. Das ist ja Kinderarbeit. Also nein, das macht hier unglaublich viel Spaß. Und hängt wahrscheinlich nicht mit dem Garten, sondern eher mit dem Wasser zusammen. Kann ich mir vorstellen. Aber wie man halt weiß, ist der Garten nicht nur viel Arbeit, sondern gibt manchmal auch so ein paar kleine Problemchen in Denkweise. Und da habe ich aber heute Hilfe bekommen und da begrüße ich jetzt recht herzlich unsere Kammerjägerin, Frau Marianne Jäger. Ein Garten hat natürlich auch Tierreich. Nicht alle mag man so gern und ich habe das Problem gehabt, das heuer glaube ich viele haben, nämlich Wespen. Nicht irgendwo hinten im Garten, sondern direkt neben der Terrasse. Und da ist es natürlich schon so, wenn man ein kleines Kind hat, schlägt dann natürlich das Mutterherz ein bisschen stärker als die Tierliebe. Deswegen habe ich die Frau Jäger gebeten, sich diese Wespen mal genauer anzuschauen. Gerade bei Kindern ist das halt die Gefahr. Die können noch nicht verifizieren, also was sie da in den Mund stecken. Und die Wespen, die also auf den Weintrauben hier sitzen und wenn sie hingreift, also kann sie sie mit verschlucken. Und das ist dann schon irgendwie unangenehm, gerade wo Kinder spielen oder wo sie essen und sich aufhalten, sollte in unmittelbarer Nähe kein Wespennest sein. Also darauf sollten wir achten. Und darum haben wir so dieses Nest dann versucht zu eliminieren. Das hat meiner kleinen Tochter sehr gut gefallen, ist aber natürlich ein absolutes Muss in diesem Beruf. Gerade wenn Nester sehr, sehr eng hängen oder wenn die Wespen dann sozusagen rauskommen, muss sich der Arbeiter natürlich, also der Mitarbeiter, schützen. Er versprüht jetzt gleich, wie wir sehen werden, ein Kontaktinsektizid. Das heißt, die Wespen, die drüber laufen, nehmen den Wirkstoff heim ins Nest, das Nest wird sterben. Die, die noch später heimkommen, werden also auch noch mit ihren Füßchen drüber laufen und also auch noch sterben. Man sieht aber schon, sobald er zum Arbeiten anfängt, dass denen das gar nicht so also egal ist und schon also rauskommen und dann auch ihn umschwärmen. Das ist sehr nah, man konnte auch nicht sozusagen in Deckung gehen. Mhm. Ein gefährlicher Beruf. Ja, das war ein bisschen eng dort, ja. Vor allem räumlich auch eng, er konnte keine Distanz halten. Ja. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Ich habe, bevor ich ins Studio gefahren bin, nochmal nachgeschaut. Es sind noch welche geflogen. Gut so. Ist das gut? Es sind doch nicht immer alle zu Hause. Die verfliegen sich, die kommen nach ein paar Tagen wieder. Einerseits, andererseits, die Wespen, die nur zu Hause sind, haben jetzt einen Hunger, weil sie nicht mehr gefüttert werden von ihren Arbeiterinnen. Und auch die verlassen jetzt das Nest. Das heißt, das kann so 10, 14 Tage auch dauern, bis also die letzte Wespe dann noch drüber läuft und auch noch gestorben ist. Also brauche ich einfach nur ein bisschen Geduld. Ein bisschen Geduld haben, wir warten es war erst. Ja, also bei mir hat man es natürlich nicht so schön gesehen. Hier sieht man es natürlich perfekt. Die Wespen haben sich hier in der Dachrinne versteckt. Ja. Normal schauen die Nester so aus? Naja, ja, eigentlich, ich darf ins Herz zeigen. Ja. Also so schaut es aus, wenn es frei hängen würde. Mhm. Das haben wir von einer Kunde vom Baum herunter geglaubt. So bauen die Wespen im Laufe eines Sommers also das Nest. Eigentlich schön. Sehr gell? Schön, gell? Ja, ja. Und man sieht eigentlich auch, wie stabil, nicht? Also es hält schon Wind und Wetter eine Weile ja, stand. Stimmt. Allerdings nur eine Saison lang. Im Winter zerfällt es dann und wird auch nicht wieder benutzt. So außen und so dann innen? So dann in der Mitte, innen, glaube ich, haben wir die Wespe. Die Wespe, auf der rechten Seite zum Vergleich eine Honigbiene und auf der linken Seite eine Hornisse. Ja, also die Wespen, den goldenen Mittelweg, habe ich mir ausgesucht. Bei der Hornisse wäre ich wahrscheinlich erschrocken, wenn ich die zu Hause gehabt hätte. Ja, obwohl, das sind eigentlich die guten und die nützlichen. Sie sind nur sehr groß, brummen sehr laut. Also wenn sie so anfliegen, ist das schon sehr laut. Allerdings, sie fressen Insekten. Also wenn man wo ein Nest mit Hornissen hat, unbedingt leben lassen, bitte beschützen, schauen, dass man sie über die Runden bringt, vielleicht sogar Warnschilderchen anbringen oder Fliegengitter spannen, dass sie so eine gewisse Schneise nur haben und sie unbedingt leben lassen können zu den wirklich guten Nützlingen und wir wollen sie also unbedingt erhalten, also nicht umbringen. Also vor Hornissen besteht nicht so eine große Gefahr. Überhaupt, wenn sowas auf einem Baum hängt und vielleicht nicht unmittelbar in Terrassennähe, so wie es leider bei mir war, ich glaube, da kann man auch die Wespen dann, wenn sie natürlich, ein bisschen abseits biologischen Gleichgewicht und niemandem was. Also wenn man nicht gerade dran rennt oder dran klopft oder die Kinder Steine danach werfen oder so, durchaus leben lassen, sind in einem Garten auch zu Hause. Nicht? Es ist halt nur, manchmal sieht man das Nest, manchmal sieht man das Nest auch nicht. Ja. Die Wespen haben einen Lebensradius von bis zu einem Kilometer, das ist schon sehr weit, und kommen sich ihr Futter holen. Das heißt, man weiß nicht immer, wo sie herkommen, so schön wie bei ihnen. Und dann haben wir so ein paar Fallen, habe ich mitgebracht, was kann ich tun, wenn ich Wespen in meinem Garten habe und ich weiß nicht, wo sie herkommen. Also die kleine Falle, die Wespe fliegt rein, bleibt leben, muss man halt relativ häufig tauschen, ist ein Lockstoff drinnen, damit sie überhaupt hinfliegt, gelb auch immer als Signalfarbe.
Das ist so eine kleine Birne, die man in den Baum reinhängt. Man füllt es mit einem Lockstoff an, verschließt es dann, also so einfach, hängt es auf den Baum auf, die Wespen fliegen rein, plumpsen dann in die Flüssigkeit, sterben da drinnen und finden auch nicht wieder raus. Muss man auch tauschen. Ja, man kann auch ein Bier reingeben. Das ist noch eine ganz große. Wichtig, wenn man ein Bier reingibt, dass es also nicht nur Bier oder Saft drinnen ist, sondern einen Schuss Essig. Wir wollen die Bienen nicht mitfangen. Also aha, interessant. Bei dem ist schon nicht nur Bier, da ist schon das Richtige, ja, sondern wenn man also das Hausmannsmittel nimmt, das Bier, dann unbedingt dann Essig dazu. Das merken wir uns. Die ganz große Falle, die hängt man nur einmal im Jahr hin. Die Wespen fliegen da rein durch diese Löcher, tanzen dann noch ein bisschen auf und ab, locken damit auch ihre Geschwister an und sterben dann unten in dieser gefüllten Box. Das ist schon nach einem Jahr, schaut das dann so aus, dann macht man es zu und kann es entsorgen und nächstes Jahr nimmt man eine frische Unterfüllung. Das heißt, man kann sich auch selber helfen, man muss nicht gleich die Kammerjäger holen. Ja, aber wenn dann, wenn das Nest schon wo ist, dann ist, glaube ich, wirklich der Kammerjäger oder der Schädlingsbekämpfer angesagt, weil es ist doch gefährlich. In einem Nest leben bis zu 5000 Wespen. Und wenn die über einem herfallen, das kann dann schon das ist sicher sein. Nicht lustig, nein. Also man muss da ein bisschen abstimmen. Jetzt ist die Wespe gefährlich. Wie verhält man sich eigentlich bei Wespen sonst, wenn man jetzt zum Beispiel beim Frühstückstisch auf der Terrasse sitzt und plötzlich kommen so ein paar? Auf jeden Fall mal nicht fuchteln. Ja? Das ist das Wichtigste. Ruhig stehen bleiben, sozusagen Haltung bewahren und sich aus dem Einzugsgebiet der Wespe wieder zurückziehen. Oft stolpert man über ein Nest oder man geht sehr knapp vorbei, erschrickt. Also auf keinen Fall weglaufen. Auf keinen Fall irgendwie schreien oder irgendwelche Aktionen setzen, sondern irgendwie sehr kultiviert einen Rückzug ansagen. Mhm. Auch wenn Sie am Tisch sitzen oder dann so zur Wurst oder zur Marmelade kommen, nicht anfangen herumzufuchteln und herumzuschlagen. Also eher cool bleiben, auch wenn es schwer ist. Angesagt. Ja. Und das auch den Kindern schon vermitteln, damit es auch die Kinder schon sehen, aha, das sind Wespen, naja, ist nicht ganz so locker, allerdings ich darf nichts machen und ich muss ruhig bleiben. Also gleich den Kleinen beibringen. Eine kurze Frage hätte ich noch. Wir haben ja das bei mir zu Hause jetzt eben chemisch geregelt. Inwiefern ist das gefährlich für Kinder, Haustiere? Der Wirkstoff selber ist also für Insekten auf Insekten abgestimmt und ist für Menschen gar nicht gefährlich. Also auch für einen Hund oder für die Kinder schon gar nicht. Gefährlich ist bei so einer Bekämpfung wirklich nur die Wespen, die jetzt in den laufenden Tagen noch sterben werden, abstürzen, nicht mehr fliegen können. Allerdings der letzte Reflex, den Stachel sozusagen rausfahren, das können sie bis zum Schluss, also nicht barfuß gehen. Also auch nach wie vor aufpassen. Ja, und die toten Wespen also nicht also angreifen, sondern eher wegsaugen oder wegkehren und halt wirklich erst, wenn keine mehr fliegt, dann den Garten wieder normal benutzen. Tolle Tipps rund um die Wespen. Ich sage danke vielmals, vor allem auch für die Hilfe bei mir zu Hause im Namen meiner Tochter und meines Hundes. Und sage danke vielmals Frau Kammerjägerin Marianne Jäger. Danke.